Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Markus Söder plant offenbar schon für seine Zukunft. Also das Fluchtauto steht bereit. Wobei man ja sagen muss, es ist eher ein Fluchtraumschiff. Söder will ja mit Bayern jetzt so richtig in die Raumfahrt einsteigen. Heute startet Bayern sein Programm Bavaria One. Ja, das bayerische Weltraumprogramm Bavaria One. Oder wie man im Rest der Republik sagt, Deep Space Nine. Also, was soll das? Was denkt er sich dabei? Hat irgendjemand eine Ahnung, was da die Idee dahinter ist? Soll die Rakete am Ende noch den Sieg bringen? Die letzte Rakete, mit der das ein Politiker versucht hat, war die V2. Aber gut, sollen sie mal machen, von mir aus. Ich freue mich ja drauf, wenn Andreas Scheuer drauf besteht, dass das Raumschiff auf jeden Fall mit einem Dieselmotor von BMW angetrieben wird. Wenn Horst Seehofer im Universum versucht, die Grenzen zu sichern, sollen sie mal machen. Markus Söder, unser Allöhi, hat vor seinen Weltraumplänen ja schon einiges. Man muss sagen, er hat wirklich einiges versucht, um das Ruder herumzureißen. Er ist erstmal auf AfD-Kurs geschwenkt und hat von Asyltourismus schwadroniert. Dann hat er gemerkt, oh, das kommt nicht an. Seitdem macht Söder auf Landesvater und ist sich für wirklich keinen Pressetermin zu schade. Wenn Markus Söder Uschi Glas in die Schürze hilft, dann eigentlich nur, um den Grundschulkindern ein ordentliches Frühstück zu machen. Oh, so hilfsbereit. Ja, er wird jetzt richtig sanft. In seiner Regierungserklärung hat er sogar gesagt: Nicht Ego first, sondern Gemeinwohl, Ausgleich und Kompromiss. Gemeinwohl, Ausgleich und Kompromiss? Was ist denn los mit dem? Ja? Ich habe letztens wirklich gedacht: Mensch, jetzt noch eine Woche länger Wahlkampf und der macht Fußwaschungen im Flüchtlingsheim. Was ist denn mit dem Söder los? Auf einmal gibt er den Kuschelsöder. Oh, der Söder, so weich. Ist der neu? Nein, nur zu doll gewaschen. Dieser Mann hat natürlich im Kern überhaupt keine eigene Haltung. Söder kennt nur Macht. Und er tut alles, was in den Umfragen gut ankommt. Ich sage Ihnen, wenn morgen der HSV der beliebteste Club der Welt wäre, ja, Sie können sich darauf verlassen, Söder stünde in München und würde singen Hamburg, meine Perle. Und zwar als lautester von allen. Ja. Jetzt so viel über gewagte Visionen geredet haben, über hochfliegende Pläne und verrückte Allmachtsfantasien, ist es vielleicht doch ganz gut, sich mal wieder ein bisschen zu erden. Verkehrspolitik in Deutschland hat ja normalerweise eher nichts zu tun mit dem Weltall und unendlichen Weiten, sondern eher mit Straßenbahnen und unterschiedlichen Breiten. Martina Hauschild und Piet Keusen. Das ist der nagelneue Zug HF6 der Düsseldorfer Rheinbahn. Höchste Ingenieurskunst im Zebra-Look. Bei der Testfahrt auf Linie 79 läuft alles nach Plan. Nur beim ersten U-Bahnhof in Duisburg schrammt irgendwas am Bahnsteig. Wir mussten ja erst mal gucken, woran liegt es. Ne? Hat der Hersteller falsch gebaut? Nein, hat er nicht. Wir haben falsch bestellt. Oh, vielleicht die falsche Größe? Es ist schlicht von uns vergessen worden, diese dort notwendigen Maße, die man freihalten muss, mit einzuschreiben in das Lastenheft, worauf dann so eine Fahrzeugkonstruktion basiert. Die Planer bei der Rheinbahn in Düsseldorf haben nämlich eine Kleinigkeit vergessen. Duisburg. In Duisburg haben wir eine Situation, die wir in Düsseldorf nicht kennen. Wir haben dort Hoch- und Niederflurbahnsteige quasi hintereinander. Das ist eine Kombination von beidem. Wie gemein. Und die Niederflurbahnsteige sind in Duisburg leider einen Tick breiter. Und das ist den Fachleuten blöderweise irgendwie durchgerutscht. Bei so einer Bahn sind tausende von Punkten zu beachten. Dass man gerade diese Haltestellen vergessen hat, wo wir schon lange so reibungslos durchfahren, ist besonders ärgerlich. Ja, zumal die 43 neu bestellten Bahnen 120 Millionen Euro kosten. Dabei ist der neue Zug nur ein klitzekleines Stück zu breit, untenrum.
Es geht ungefähr um 6 Zentimeter, also auch nicht um unendliche Größenordnung, aber trotzdem 6 Zentimeter haben oder nicht haben an der richtigen Stelle. Ja, besser nicht haben. Wahrscheinlich können die neuen Züge leider nicht mehr umgebaut werden. Vielleicht können die ja woanders fahren, nur eben nicht in Duisburg. Oder wie wär's, wenn man das untere Gestänge etwas einfettet? Dann flutscht es bestimmt auch in Duisburg. Der Weltklimarat der Vereinten Nationen hat ja diese Woche seinen Bericht zur globalen Erwärmung vorgestellt. Und dieser Bericht stellt auch unserer Bundesregierung ein Armutszeugnis aus. Deutschland verfehlt bislang sämtliche Klimaziele. Dabei wollte Deutschland mal Vorreiter sein beim Klimaschutz. Ja? Vorreiter. Na gut, Vorreiter, vielleicht hängt es einfach davon ab, wie groß die Pferde sind, auf denen man reitet. Es gibt ja sehr, sehr kleine Pferde. Ja? Angela Merkel und die Union blockieren seit Jahren sinnvolle Maßnahmen zur Klimapolitik. Die Folgen erleben wir gerade, sagen die Experten vom Weltklimarat. Dabei gibt es klare Hinweise darauf, was zu tun wäre. Kohleausstieg sofort, Verkehrswende sofort oder ganz elementar eine CO2-Steuer einführen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will die Latte aber eher noch ein bisschen tiefer hängen. Ne? Uns ist es wichtig, dass wir uns realistische Ziele setzen, die wir auch einhalten können. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was geht. Aber wir sollten für ein realistisches und machbares Ziel kämpfen. Okay, also nur Ziele, die man auf jeden Fall einhalten kann. Ja, es klingt vernünftig, es ist auf jeden Fall sehr bequem. Jetzt neu, das realistische Ziele-Workout von Peter Altmaier. Eins. Das war das realistische Ziele-Workout von Peter Altmaier. Ja. Ja, gut, okay, ja. Es liegt ja auch im Trend. Ich meine, wir haben einen Donald Trump, der glaubt, es würde draußen nur wärmer, weil er selbst so ein heißer Typ ist. In Brasilien wird gerade ein Populist an die Macht gewählt, der offen sagt, dass er mehr Regenwald abholzen will. Also man hat das Gefühl, für viele in den Industrienationen ist es im Moment eigentlich eher das Ziel, die 1,5% Erderwärmung noch früher hinzukriegen. Also extra viel fliegen, extra viel Fleisch essen, vielleicht auch wieder mal zu einem Kohlestromanbieter wechseln. Ich meine, wer versucht denn heutzutage noch umweltfreundlich und nachhaltig zu leben? Leute, was ist das hier für eine Scheiße mit Ihrer Dienstreise? Warum nimmst du nicht den Flieger nach Frankfurt? Ich wollte lieber mit der Bahn fahren, weil... Wie? Du willst nicht fliegen? Das geht doch tausendmal schneller! Und kostet nur einen Furz! Leute, Sie Pflanzenfresser. Welche Schrauben sind denn da locker, hä? Gestern nervst du mich damit, dass ich mit der Firma zum Ökostromanbieter wechseln soll? Heute Morgen stolper ich mal wieder über deine Alugurke, die vor der Tür liegt. Und jetzt das? Luftpumpe! Leck mich doch am Zylinderkopf! Chef! Der Mann will doch nur was gegen den Klimawandel tun. Was? Ach so. Du willst was gegen den Klimawandel, aber da können wir doch eh nichts gegen machen. Nur 1% aller Deutschen lebt nachhaltig. Kein Wunder, ist ja auch scheiße anstrengend. Egal, wird schon alles. Irgendwie. Du bist mir so ein verrücktes Huhn. Ein Film von Freddy Radeke. Dienstag haben ja die EU-Umweltminister beschlossen, die CO2-Emissionen im Straßenverkehr bis zum Jahr 2030 um 35% zu reduzieren. Und wer hat sofort aufgeschrien? Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister. Ne? Sofort aufgejault, da wäre schlecht verhandelt worden. 35% weniger, das wäre viel zu viel. Ich vermute mal, Andreas Scheuer hat sehr enge Kontakte zu VW-Chef Herbert Diess. Ja? Ja, sehr enge Kontakte sind da auf jeden Fall. Und Diess hat nämlich auch sofort prophezeit, dass diese Regelung 100.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie kosten könnte. Und diese Arbeitsplätze sind natürlich viel wichtiger als das Klima. Ist ja klar, schon rein zahlenmäßig. Ich meine, was ist denn ein Klima gegen 100.000 Arbeitsplätze? Ich meine, hier sieht man es doch. Wenn man es grafisch aufbereitet, ist völlig klar. Wie doof kann man denn sein? Ja. Versteht doch jeder. Arbeitsplätze sind wichtiger, völlig klar. Ich vermute, Herbert Diess war etwas irritiert, dass die Bundesregierung ein einziges Mal nicht ganz genau zu 100% das umgesetzt hat, was
die Autoindustrie wollte. Sonst ist es nämlich immer so. Autofahren ist ja für den Deutschen ein Menschenrecht, steht auch im Grundgesetz, Artikel 1. Ne? Die Karre des Menschen ist unantastbar. Und beim Dieselgipfel vergangene Woche, da galt dieses Prinzip auch noch. Man hörte beim Dieselgipfel immer wieder das gleiche Mantra, das seit Monaten wiederholt wird. Wir wollen Fahrverbote möglichst vermeiden. Fahrverbote vermeiden. Unser Ziel ist es weiter, Fahrverbote zu vermeiden. Uns allen geht es natürlich darum, Fahrverbote zu vermeiden. Fahrverbote zu vermeiden. Um Fahrverbote zu vermeiden. Wir werden alle Kraft darauf lenken, dass es zu solchen Verboten nicht kommt. Niemand hat die Absicht, ein Fahrverbot zu errichten. Nein, gibt's nicht. Wie sieht es jetzt aus? Was haben die sich ausgedacht? Es soll Rabatte der Autohersteller geben, wenn man einen anderen, nicht ganz so schmutzigen Diesel kauft, anstelle des eigenen, etwas schmutzigeren Diesels. Klingt ja toll, oder? Diese versprochenen Prämien, die zu zahlen sind, entsprechen in etwa der Höhe der Rabatte, die jetzt sowieso schon gegeben werden. Also das Ganze ist fast ein Nullsummenspiel für die Industrie. Es ist ein Subventionsprogramm und das nach diesen kriminellen Aktionen mit der Schummelsoftware. Diese Umtauschaktion ist so, als hätte einem jemand das Handy geklaut und als Strafe für den Dieb soll man ihm das Handy wieder abkaufen. Ich meine, was ist denn eigentlich mit Hardware-Nachrüstung? Es war doch eigentlich auch mal die Rede von Hardware-Nachrüstung. Da sagen die Autofirmen, nee, das machen wir nicht. Es ist auch technisch zu kompliziert. Das kriegen wir, nee, es ist also Wahnsinn, das kriegen wir nicht. Sorry, nee, es ist wirklich unglaublich. Da muss man ja, also auch einbauen und so. Nee, lieber nicht. Ja? Ich meine, diese Autos heute haben vollautomatische Einparksysteme. Die haben Programme, die erkennen, wann die Karre auf dem Prüfstand steht. Aber die sind nicht in der Lage, einen popeligen Filter in den Auspuff zu bauen? Ich sag Ihnen, wären die Manager und Lobbyisten der Autobranche für die Unterhaltungselektronik zuständig, wir würden heute noch VHS-Kassetten kaufen. Und statt saubere und sparsame Autos zu bauen, stecken die Entwicklungsarbeit lieber in Geländewagen für die Innenstadt. SUVs. Und die Leute sind so doof und kaufen die auch noch. Die Neuzulassungen für SUVs sind im vergangenen Jahr noch mal deutlich gestiegen. Und Sie wissen, wofür SUV steht? SUV steht für die Litermenge Benzin, die so eine Karre auf 100 Kilometer schluckt. SUV selten unter 14. Und da sieht man eben auch schon, was SUV-Fahrer von der Umwelt halten. Gibt es einen einzigen guten Grund dafür, so ein Auto zu fahren? Wir haben jetzt auch einen großen SUV. Total viel Platz. Den brauchen wir auch, wegen der Kinder. Aber ich bin doch das einzige Kind, das bei euch mitfährt. Und? Ist es zu eng? Ja, und wenn du noch wächst, dann könntest du unglaublich groß werden. Oder möchtest du die 500 Meter zur Schule etwa zu Fuß gehen? Ja. Was? Du spinnst wohl. Gut. Eigentlich sind SUVs ja fürs Gelände gemacht. Für Berghänge, löchrige Sandpisten oder hubbelige Weiden. Aber auch hier in der Stadt gibt es total viele Hindernisse. Fahrbahnmarkierungen. Gullideckel. Oder ein Laubblatt. Vorsicht. Oh. Aber wir haben ja einen SUV. Mikroplastik regt mich so auf. Ja, überall ist das drin. Im Duschgel, sogar im Essen. Hier steht, dass unser neues Auto zu den größten Mikroplastiksündern gehört. Wegen dem Reifenabrieb. Die sind nämlich besonders groß. Atemlos. Auch besonders schwer. Die Nacht spüre sie mit uns nach. Atemlos. Ah, Herr Müller. Es ist ja gut, dass Sie so einen winzigen Kleinwagen haben. Ja, sonst hätte meine Frau mit unserem zweiten SUV gar nicht mehr daneben gepasst. Schönen Tag noch. Und jetzt die Nachrichten. Aufgrund des Klimawandels schmelzen immer mehr Gletscher. Ursache dafür ist laut Experten der hohe CO2-Ausstoß. Schlimm. Nun wusstet ihr eigentlich, dass ein SUV doppelt so viel Sprit verbraucht wie ein normales Auto? Ja, und was ist mit Kreuzfahrtschiffen? Ja, und den Flugzeugen? Und den Kohlekraftwerken? Und den pupsenden Kühen, was in der Sauna regen. Und denkt man, die ganzen Wälder, die in Brasilien abgeholzt werden, das ist auch nicht gut für die Atmosphäre. Und Israel, was ist mit Israel? Da hat auch keiner was gesagt. Palästina, die sind ja wohl auch nicht gut. Ein Film von Oliver Durko und Sebastian Ried.
Wir haben hier und heute bei Extra 3 einen leibhaftigen Bundesminister zu Gast. Er kennt die Regierung von innen, er kann uns mehr sagen über ihren aktuellen Zustand, er kann uns auch was sagen zu eventuell bevorstehenden Neuwahlen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Jens Spahn. Herr Spahn, die CDU ist auf einem historischen Tiefpunkt. Angela Merkel wahrscheinlich so unbeliebt wie nie zuvor. Jetzt ist auch noch ihre Bundestagsfraktion gegen sie. Ist es so, wie viele sagen, ist Merkel schon am Ende? keineswegs. Wir sollten Frau Dr. Merkel nicht unterschätzen. Sie ist ein Alpha-Tier, also ein Alpha-Pantoffeltier, aber ein Alpha-Tier. Da klingt doch wieder so ein bisschen Kritik mit durch, wenn ich das sagen darf. Sie haben ja Merkel schon häufiger auch im Fernsehen kritisiert. Ja, muss ich ja. Wenn ich sie anrufe, geht sie ja nicht ans Telefon. Und man muss auch ganz klar sagen, die Causa Maaßen hat sie auch wieder viel Sympathie gekostet. Und ich finde, da muss man sich auch mal ein Stück weit ehrlich machen. Ja, und das war ein Vertrauensbruch, ganz klar. Und ich als Gesundheitsminister weiß natürlich, bei einem Bruch, da reicht es nicht, ein bisschen Verband rumzuwickeln. Sie kennen sich ganz schön gut aus. Ja. Und ich finde, man sollte es übrigens auch nicht unerwähnt lassen, dass wir, Krise hin oder her, keine Frage, aber dass wir auch hervorragende Bundesminister haben, die in dieser Regierung ein herausragendes leisten. Sie meinen sich selbst? Das würde ich nie so sagen, aber wenn Sie das so formulieren wollen, vielen Dank. Herr Spahn, was ist denn Merkels Strategie? Wartet sie wirklich die Bayernwahl ab? Hofft sie, dass sich das Problem Seehofer dann von alleine löst? Das ist ein Trugschluss, aber wissen Sie, ich will jetzt auch nicht hier vorschnell über Horst Seehofer urteilen. Ich bin der Gesundheitsminister und ja, was anderes interessiert mich eigentlich auch nicht. Deswegen möchte ich zu dieser Frage nichts sagen. Das akzeptieren wir natürlich, Herr Spahn. Gut, wenn Sie mich jetzt so drängen. Dann möchte ich vielleicht ein Bild aus dem Gesundheitswesen hinzuziehen. Für mich ist Horst Seehofer so eine Art Herpes. Ja? Er geht dir tierisch auf den Zwirn und wenn du denkst, du bist ihn endlich los, kommt er doch immer wieder. Also Sie sehen jetzt auch kein Ende des Streits. Es könnte tatsächlich zum Bruch der Koalition kommen. Das wäre dramatisch. Das wäre, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Sie finden es aber offenbar ganz erfreulich so als Vorstellung, wenn ich Ihr Lachen richtig deute. Nein. Das wäre wirklich schlimm, ja. Aber auch nicht das Ende der Welt. Naja, man müsste dann einen Nachfolger finden für Angela Merkel. Eben. Gut, da ist natürlich klar, wer sich als erstes anbietet. Ja, das liegt natürlich auf der Hand. Annegret Kramp-Karrenbauer. Natürlich, ja. Aber es gibt durchaus auch männliche Kandidaten. In der CDU, ja. Volker Bouffier. Armin Laschet. Ja, der Hobbit aus Düsseldorf, natürlich. Volker Kauder. Ja, jetzt hören Sie aber mal auf. Sie haben recht, Volker Kauder, der ist ja gerade abgemeldet. Nein, Sie haben recht, Herr Spahn. Sie haben recht, Sie haben mich überzeugt. Es ist wirklich so, für die Männer in der CDU ist die Nachfolge von Angela Merkel einfach eine Nummer zu groß. Ja, ich will mal so sagen, ich habe mir Ihren Hosenanzug im Internet bestellt. Mir würde er passen. Habe ich das gerade wirklich laut gesagt? Leider ja. Vielen Dank, Jens Spahn. Ja, aktuell sitzen 7 Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Dazu natürlich tausende türkische Oppositionelle und Journalisten. Deswegen wurde ja lange diskutiert. Soll man so jemanden wie Erdogan wirklich bei uns empfangen? Auch nach all seinen Beleidigungen gegenüber Deutschland. Hier, Sie erinnern sich. Originalzitat Erdogan. Deutschland, du hast in keiner Weise ein Verhältnis zur Demokratie. Du solltest wissen, dass deine derzeitigen Handlungen nicht anders sind als das, was in der Nazizeit getan wurde. Und wir sind nicht nur Nazis. Deutschland will, laut Erdogan, auch die Türkei zerstören. Denn Agenten kommen und tummeln sich hier in Hotels und zerteilen mein Land. Das geht so nicht. Agenten? 00 Mutti, oder wer? Wie wird eigentlich so jemand wie Erdogan zu so jemandem wie Erdogan? Was ist da eigentlich passiert? Wir von Extra 3 klären das auf. Was lief schief im Leben von Recep Tayyip Erdogan? Wie wurde der junge Recep Tayyip von damals zu dem Erdogan, der er heute ist?
Spurensuche in seiner Kindheit. In den 60er Jahren war der kleine Recep noch ein ganz normaler Drei-Schafskäse-Hoch. Also der stand am Dattelautomaten wie alle anderen auch. Er hatte bloß einen Minderwertigkeitskomplex, weil die anderen Kinder alle geschickter und klüger waren als er. Terrorist! Der Wendepunkt für ihn kam dann, als er ein Buch gelesen hat, und zwar eine türkische Übersetzung von Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ey, gute Idee. Gesagt, getan. Genau wie heute besetzt der kleine Recep erstmal alle wichtigen Positionen mit seinen Verwandten. Natürlich auch beim Fußball. Aua! Terrorist! Oma, gib Brot! Sogar beim Monopoly macht Klein Recep ab jetzt die Regeln selbst. Gehe ins Gefängnis, gehe nicht über Bosporus, ziehe keine 4000 Lire ein. Schon wieder hast du dir etwas selber gemalt? Neue Regel, Frauen dürfen keine Fragen stellen. Ja, der kleine Recep wurde dann zusehends neurotisch-despotisch. Sein Lieblingsspiel war Diktator Mutter Kind und sein Traumberuf Sultan. Und irgendwann hat er sich dann 50 Lira aus der Klassenkasse genommen, um sich ein Kalifenturban zu kaufen. Sein Vater ist durchgedreht. Hey, und dafür hast du 50 Lira geklaut, oder was? Ja. Was soll denn das, du nichts tust? Hättest du 100 geklaut, hättest du nur Zigaretten mitbringen können. In dieser traumatischen Erfahrung liegt übrigens auch der Grund für Erdogans Pressefeindlichkeit. Aua. Scheiß Zeitung, die Dinger sollte man verbieten. Von kleinen Rückschlägen lässt er sich nicht aufhalten. Denn Kalif werden will der kleine Recep auch heute noch. Und nächste Woche? Was Kalif schief im Leben von Sultan Erdogan. Danke, Dennis Kauf und jetzt so Friedrich. Es ist wieder mal klar geworden in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, kriminelle Flüchtlinge sind das einzige Thema der AfD. Ne? Was anderes haben die nicht. Wenn man AfD-Politiker mit anderen Fragen konfrontiert, dann kommt meistens heiße Luft. Sie erinnern sich vielleicht noch an Alexander Gauland beim ZDF-Sommerinterview vor ein paar Wochen hier. Ein Symbolbild. Das ganze Elend wollen wir nicht noch mal zeigen, das wollen wir Ihnen ersparen. Er wusste nichts. Wir haben heute mal wieder die AfD-Bundestagsabgeordnete Marlies Heidel bei uns. Ich bin sehr gespannt, welche Themen sie heute vorbereitet hat. Herzlich willkommen, Marlies Heidel. Freude. Willkommen bei Extra 3. Waren Sie im Urlaub? Sie wirken leicht gebräunt. Ach. Fangen Sie direkt schon wieder an mit Ihrem unlustigen, linkspopulistischen Gutmenschenhumor. Ja. Ja, ich bin braun. Ja, ich war im Urlaub. Und mein Gott, ja, ich war auf dem Obersalzberg. Also ehrlich, Frau Heidel, Sie empören sich, wenn Sie mit Neonazis in Verbindung gebracht werden. Wissen Sie, Herr Ehring, ich habe überhaupt keine Lust, von einer systemverseuchten GEZ-Hure wie Ihnen hier schon wieder in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Ja, aber warum sucht dann Ihre Partei offen den Schulterschluss mit Pegida in Sachsen? Natürlich, in Chemnitz war es doch so. Und wenn man sollte Ihnen einfach den Mund verbieten. Wenn man sich dann anguckt, Frau Heidel, wenn man sich dann anguckt, wie Ihre Partei im Bundestag agiert, dann ist da ehrlich gesagt bislang wenig Konstruktives bekommen. Blödsinn. Uns von der AfD liegt zum Beispiel ein Zukunftsthema sehr am Herzen. Die Digitalisierung. Die Digitalisierung? Das klang bei Gauland noch ganz anders. Wir sind absolut für Digitalisierung. Jetzt, sofort und für 1000 Jahre. Aber wie soll man eine Digitalisierung umsetzen in einem Land, wo immer mehr Flüchtlinge kommen? Es kommen immer mehr Flüchtlinge? Die kommen mit ihren fetten Handys übers Meer und klauen uns, unser deutsches Datenvolumen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ach, Frau Heidel, das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Oh doch, das ist eklatantes politisches Versagen. Sie müssen jetzt nicht so brüllen, wir sind hier nicht in Chemnitz, Frau Heidel, bitte. Ja, nirgendwo mehr. Ich versuch's mal mit einem anderen Thema, Klimawandel. Wer? Der Klimawandel. Lächerlich. Sie negieren den Klimawandel? Nee, was?
Haben Sie gerade Neger gesagt? Er sagt Neger, aber ich bin die Rassistin. Das ist mal wieder typisch. Ich habe negieren gesagt. Ja, das heißt verneinen. Sie leugnen also den Klimawandel und das nach diesem Hitzesommer? Herr Ehring, Hitze gab es ja schon immer, ja? Und zwar wo? Richtig, in Afrika. Aber nun haben die tollen Flüchtlinge diese Sahara-Temperaturen auch bei uns eingeschleppt. Frau Heidel. Frau Heidel, Sie sehen doch selbst, das müssen Sie sehen. Sehen Sie das gar nicht? Ja, Herr Ehring, ich sehe, dass ich nichts sehe. Bienen beispielsweise sehe ich überhaupt keine mehr, ja? Die fleißig germanisch-arische Imme, einfach verschwunden. Gestern war es noch ein Bienenstock, heute leben Wirtschaftsasylanten drin. Ach bitte, nee, stopp, nein, dann anderes Thema. Ich versuch's mit einem anderen Thema, Plastikmüll. Alle reden über Plastikmüll in den Weltmeeren, Riesenthema, was ist Ihre Haltung? Genau, und denken die feinen Flüchtlinge vor dem Ersaufen vielleicht mal daran, dass ihre Plastikflaschen nicht ins Meer gehören? Och, Frau Heidel! Ja, und dass da möglicherweise noch Pfand drauf ist? Och, Frau Heidel! Ja, Herr Ehring, hinterher will's wieder keiner gewesen sein. Okay, ich verstehe schon. Wer ist Ihrer Meinung nach schuld am Lehrermangel? Die Flüchtlinge. An der maroden Infrastruktur? Flüchtlinge. Am Dieselskandal? Dreimal dürfen Sie raten. Die Flüchtlinge. Schwachsinn, Ehring, Sie sollten den Flüchtlingen auch nicht alles in die Schuhe schieben. Ich? Also. Den Dieselskandal haben Sie von der Lügenpresse sich doch nur ausgedacht, um der deutschen Autoindustrie zu schaden. Gut, dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Ich hatte immer das Gefühl, es gab zwei Flügel in der Partei. Ja, den eher wirtschaftsliberalen Flügel und den offen rechtsradikalen Flügel. Kann man sagen, der rechtsradikale Flügel, also Höcke und Konsorten, haben sich inzwischen durchgesetzt, haben gewonnen? Nein, das sind ganz einfach zwei Seiten derselben Medaille. Ja, die einen kümmern sich um reiche Deutsche, die anderen ums Deutsche Reich. Vielen Dank, Marlies Heidel. Das war Extra 3, das Beste. Die aktuelle Extra 3-Sendung gibt es morgen Abend im Ersten. Und jetzt kommt's ab. Bis bald.